Hallo und willkommen beim Sackreis. Heute sind wir am Ende Chinas. Diese Berge hier sind das Karakorum-Gebirge und dahinter kommt nur noch Pakistan. In dieser Richtung, die Berge, die man, wenn man die 360-Grad-Ansicht etwas dreht, die dann im Bild sind, dahinter ist Afghanistan und es ist eigentlich auch nur noch wenige Kilometer entfernt. Also die Gipfel in dieser Richtung liegen schon auf der afghanischen Seite. Tadschikistan, Pakistan, Afghanistan und China in seiner Ausprägung als autonome Region Xinjiang. Getrennt oder verbunden ist das alles durch ein spektakuläres Bergland, durch das sich Täler ziehen. Wir fahren hier an einer dieser neuen Straßen entlang, die China durch diese unwirtliche Landschaft geschlagen hat. Ein Infrastrukturwunder tut sich hier auf. Man kann hier bestens Auto fahren. Man kommt super voran, mein Handy hat 4G-Netzanbindung. All das ist Teil der Seidenstraßeninitiative der Chinesen. Neue Handelsrouten quer durch Asien schlägt. Selbst auf den Fotos sieht man, dass der Himmel hinter den Bergen, der blaue Himmel, schon etwas anderes, tieferes Blau hat. Ja. In diese Richtung, durch dieses Tal, geht es zum K2. Dem zweithöchsten Berg der Welt mit 8611 Metern. Der spitze Berggipfel, den man dort sieht, das ist er noch nicht, das ist bloß einer der Nachbarberge. In dieser Richtung hatten wir es bis zum pakistanisch-chinesischen Grenzland geschafft, was durch einen Kontrollposten abgeriegelt ist. Filmen war dort natürlich wie immer nicht erlaubt, militärisches Sperrgebiet. Leider hat uns der Grenzer noch nicht mal weiterfahren lassen und uns etwas barsch zurückgeschickt. Aber das Bergpanorama hier ist mindestens ebenso beeindruckend. Das ist eine seltsame Landschaft hier. Ich hoffe, man kann mich hören. Der Wind knattert bestimmt laut im Mikro dieser Kamera. Dort drüben gegenüber liegt die Steinstadt von Taschkurgan.
Auch heute noch ist die Position in diesem Vier-Ländereck von großer strategischer Bedeutung. Das sieht man an der Präsenz der Volksbefreiungsarmee hier mit ihren Radarstationen und Kasernen. Schon in antiker Zeit hat die Han-Dynastie diesen Bereich für sich beansprucht und entsprechend gesichert. Wir stehen hier in den Ruinen der Steinstadt von Taschkurgan, einem antiken Fort, was damals die hiesige Garnison beherbergt hat, die diesen entscheidenden Zugang zu dem Tal in dieser Richtung, wo die Handelsrouten durchliefen, für die Han-Dynastie militärisch gesichert hat. Das ist der Sumpf quasi, in den sich die Flüsse, die aus den Bergen kommen, entleeren. Es ist so eine moorige Landschaft, hier gibt es sicherlich auch Torf. Auf diesem Moor grasen dann die Kühe, die das leckere Rindfleisch für die Rindfleischnudeln liefern, die die Menschen in der Gegend hier so lieben. Tausenden um uns herum kommt Wasser herunter. Schmelzwasser und Wasser aus unzähligen kleinen Quellen. Sie machen es überhaupt erst möglich, dass in diesen Tälern hier oben an der Korokorum-Hochebene Menschen wohnen und Viehzucht betreiben. Es ist erstaunlich grün hier unten und es ist erstaunlich nass. Wenn nach dem Winter das ganze Schmelzwasser hier runterkommt, ist hier richtig was los. Die ganze Gegend ist überschwemmt. Das Wasser lässt auch nichts übrig. Wir sind zu hoch, als dass Moose sich an diesen Hängen festkrallen könnten. Und deswegen sieht es hier aus wie in einem Science-Fiction-Film. Hier könnte man einen fremden Planeten ansiedeln. Löcher. Da kommen sie rein und raus und laufen dann über diese wunderschöne karge Ebene. Vielleicht kann irgendjemand, der tierkundig ist, erklären, was die Viecher hier fressen und
wie sie hier leben.